Also, falls dir ein paar Baumstämme über den Weg laufen, ne, dann kannst du dann auch direkt mit denen platt machen. Warum macht ihr es nicht gleich? Ja, der hat halt direkt nur gesägt. Nicht wirklich was dabei. Einfach planlos. Naja, so ist er halt. Planlos durch die. Ich fange jetzt nicht an zu singen, hab ich Lust drauf. Weil das hört sich dann noch so schlimm an als wieder. Ach ja. Aber eins kann ich schon mal sagen, dass es wird den neuen Deutz, den sie da als Mod bei der Farmcon rausgebracht haben. Der wird auf jeden Fall auch mit auf der Hautbella raus sein, dieser schicken Lackierung da, ey. Oh, ich fand das so eine geile Lackierung, ey. Oh, Speedy, moin. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie geht's dir? Oh, dir erstmal einen schönen Start in den Montag. Kelly dürfte noch am Schlafen sein. Wenn ich mich noch richtig, Ah, das ist schön. Ja, ein bisschen müde, aber. Es passt schon. Speedy, wir wollen heute Abend nochmal, was hab ich gesagt? 18. 19 Uhr. Fanda, wenn es bei dir klar geht. Wollen wir noch eine Runde nochmal 8 Euro Truck fahren? Und Fanta, was die Mods betrifft, da würde ich eher sagen. Such dir doch die raus, die du haben willst, und schick mir das. Achso. Ja, das ist kein Problem. Ich hatte es nur gedacht, für wegen. Oh, was ist das denn für ein Ding? Zahnstocher hier. Wegen der Konsole zu aktivieren. Das hast du mich da gefragt. Konsole aktivieren? Bei ATS2, weil da ich die Zeit vorgespult hatte. Hast du mir doch gesagt. Mit diesen. Dieser komischen Taste da. Ja, aber du musst es in der Config-Datei noch ändern. Wenn der Ach so, ja, deswegen. Okay. Und ja, vielleicht machen wir das heute Abend einfach mal schnell. Ah, Speedy, kein Problem. Alles gut. Aber, warte mal, dieses DBD, das heißt doch bestimmt wieder Days of D, ne? Richtig? Ja. Hätte ich auch auf der Platte. Ah, okay. Also doch dann was anderes. Ja. Halt, hier war ich nicht. Hier war ich nicht. Hier war ich nicht. Hier auch kann ich weiter. Oh, ich nehme mir den Baumstamm jetzt einfach. Nee. Ja, ist auch ein schlechtes Spiel, wie gesagt. So. Damit. Alles mal da drauf, so. Das ist der nächste. So. Nein, was macht denn der jetzt? Kann Schläge bleiben. Das passt. So. Ja. Achtung. Brauch schon Kaffee.
What? Bei Star Trek? Ah, krass. Ah, das ist ein Schlitzohr, ey. Boah, Entschuldigung, ich muss gerade hier mal den... Ich sehe überhaupt gar nichts, ey. Ah, warte. Was für eins hast du gezogen? Fanta spielt nämlich auch nebenbei. Fanta sag ich schon. Ah, Speedy. Speedy spielt nebenbei noch ein bisschen Star Trek Online. Das wollte ich auch morgens immer zocken. Ich bin aber die ganze Zeit nur die Lithium am Farmen. Was steht denn hier für ein Baum? Mach mal weg. So, das ist ein komischer. Nein, nicht. Infinity Box, oha. Krass. Das ist wirklich krass. So, warte mal, Vater, wir machen das mal. Daniel, wir machen das mal anders. Ich werde mal uns ein bisschen Platz machen. Bist du? Gut. Malen. Waldboden. So, haben wir hier mal Platz. So. Daniel, hinter dir dürfte ist eine große Rasenfläche, ne? Wenn du da in dem Wald. Mir? Genau, ja, ja. Also hier, ich habe da jetzt gerade noch ein bisschen was hingebaut. Falls du hier dann die nächsten Stämme einfach hier draufklatschen tust, dann kann ich mit dem Wagen dann quasi dann hier hinkommen. Alles zersägen. Ja. Dann brauchen wir jetzt so weit zum Laufen. So. Dann fange ich nämlich schon mal an, um ein paar Stämme aufzuladen. Also ich habe zwei Möglichkeiten, wenn ihr mitspielen wollt. Einmal mit, klar, realistisch mit Gran etc. Oder macht das halt mit dem Holzfäller Mod. Das ist euch überlassen. Sowohl als auch. So. So. Gut. Ich kann mir gleich so draufschmeißen.
Truppen. Rainer, Rotor, Servus. Aus der Infinity-Box auf jeden Fall. Ja gut, du hast ja genug Schlüssel, ne? Die waren ja auch wieder im Angebot, ne? Rainer, mit der Equipment-Kamera, das geht bei dem LS noch nicht. Ich hab's noch nicht eingestellt. Sag mal. Aber das mit dem Greenhouse da, das hört sich richtig gut an. Oh ja. Also ich meine, wenn man, wenn es möglich ist, dass ich das ein bisschen variieren kann. Ich will ja zu viel verraten, was ich auf der experimentell vorhab. Auf der Hautbälle, oh, das ist... Ja. Das, sag mal, bimmelt das Discord bei mir die ganze Zeit oder ist es mit dir? Das ist, dürfte bei dir sein. Gib das doch aus. Ich krieg hier aber auch gar nichts. Wie gesagt. Nö. Ich hab da nix. Ich hab auch nix. Alles aus. Gibt hier das. Oh, das ist Manu. Nein, nein, der, ja. Warte mal. Das kann ich dir gleich beantworten. Nee, der ist gar nicht da. Ja, ich hab seinen Dienstplan. Normalerweise ist am Montag immer Ware machen. Schiffi. Ja, weiß ich nicht. Ups. Oh ja. Uns wird gerade grüne Tonne abgeholt, ey. Wird es ein bisschen laut. So. Das Tolle ist, ich hab gestern von jemand noch ein Setup bekommen für die Strecke, was demnächst bei am 7.10. bei Huma auf dem ACC Community wieder fährt, ne? Und das, oh Gott. Also. Es wird heute Abend spannend, ey. Also da muss ich auf jeden Fall üben. Aber die Strecke, was bei der LFM momentan gerade drin ist, die für die Woche, um ein bisschen sich da einzukupfen. Das war, also ich hab, also das war, das hat mir wirklich den Rest gegeben. Aber ich kann euch mal kurz, wie die da heißt. Na komm schon. Circuit of the America. Und zwar ist es doch... Oh. Circuit of the America. Das ist so eine spitzen Kurven. Also die Formel 1 fährt da auch. Weil komischerweise ist mit der Formel 1, mit dem Formel 1 Auto packe ich das Ding zu fahren, ne? Aber alles andere, ne. kannst du mich wegballern, ey. Bip. Jetzt habe ich fast den Geld. Fanta, pass mal auf. Geh mal auf Lautstärken. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist dieser Ton, wenn jemand diesen Channel verlässt. Zum Beispiel diesen Community-Channel. Ja. Hast du davon irgendwas gelesen? Da. Tritt den Kanal bei und verlässt ihn. Ausmachen. So. Jetzt sollte es ruhig sein. Okay.
Ja, zur Not hättest du auch bei, wenn du das über das System laufen lassen kannst, da wo drüber ich sprechen tue, wenn der Ausschlag da kommt, dann das da an. Und den anderen, der so, denn wo nichts kommt, das ist halt die Benachrichtigung. So habe ich das quasi mal rausgefunden. Du sprichst gerade Spanisch, Sascha. Wenn du unten auf diesen auf der lauten Lautstärkenmixer drauf gehst, hier, guck mal, ich zeig das mal kurz. So, gehst hier drauf, Lautstärkenmixer. Dann hast du hier angeblich, sagen wir mal, du hast hier Discord, ja, und hier auch nochmal Discord. Hier schlägt es zum Beispiel aus, weil wir gerade darüber sprechen im Channel. Und das da ist halt einfach nur eine Benachrichtigung. Weil wenn ich das jetzt anmachen würde, warte, ja, hörst du die Benachrichtigung, mache ich sie aus, höre ich sie gar nicht mehr. In dem Fall. So. So habe ich es quasi beim Discord gemacht. Deswegen habe ich dann auch immer meine Ruhe, wenn immer Nachrichten kommen. Ja, ich habe es ja jetzt im Discord selber ausgestellt. Ist nur ein kleiner Tipp. Für die Leute, die es vielleicht auch nicht wissen. Vor allem früher von ICQ. Oh, das war noch Sound. Oh ja. Oh ja. Ah, war da noch Zeiten und heute? Ich habe früher viel über ICQ gehabt, ey, also. Oh ja. Na. Hab sogar meine erste Freundin darüber kennengelernt. Ich habe tatsächlich meine jetzige Frau dadurch kennengelernt. Das ist krass, oder? Zufälle gibt es manchmal. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich komme immer mehr in den Trip Multiplayer-Spiel. Also spiele einfach Multiplayer mehr zu zocken als im Singleplayer. Ja, das macht ja natürlich auch mehr Spaß, ne? Und wenn du dabei auch noch quatschen kannst, schön. Genau. Vor allem, hast du bis 13 Uhr Zeit? Ja. Achso. Oh, dann würde ich nämlich sagen, können wir ja 2 Stunden LS machen. 2 Stunden sind GoGo Dynasty. Weil es gibt da nämlich, wie gesagt, ein großes Update. Warte Wieder? mal, was haben sie reingeschrieben? Ah, Sengoku Dynasty. Und zwar Handwerksmeister. Genau. Es sind nämlich Schnellreisepunkte, Musketen, Charakteranpassungen, neue Kartenfunktionen sind dabei gekommen. Also Oh. da. Da Ja, ist denn. einiges, da ist einiges neu dazu gekommen und das will ich halt nochmal. Wenn Manu dabei ist, ist es umso besser. Können wir Oh uns. nein. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Was? Weil dann könnten wir nämlich noch eine Auf, noch ein, noch mal ein neues Dorf, eine Aufnahme machen. Und. Das würde nämlich auch passen. Weil ich bin mal Nicht, gesch. dass du jetzt dem Manu eine WhatsApp schreibst hier, ne? Der Fanta, der ist wieder so frech. Ich habe irgendwie ein leises Gefühl, wenn du auf der stillen Treppe sitzt, dann weißt du Bescheid. Na, ich sehe ja, dass wenn er da wäre, aber ist er ja nicht. Ich gucke immer auf den Discord. Mit einem Auge. Aber ich bin mal echt mal gespannt, ob ich das. Ich habe heute Morgen noch ein Pavel gefragt, weil wegen dem Rock. Die Knifflinge da, dieses mit dem Mond und die werde ich mal gerne versuchen nachzumachen, ey. Ein Ding? Die Brötchen, wo er doch da hat. Die So. Brocken. Ja, weil es ist. Was habe ich letztens gemerkt? Wir haben ja das Schwarzbrot da, das Kilo, Feinschmeckerbrot und genau, die Knieflinge da. Und wir haben da, weil ich heute Morgen schon mit dem Fahrrad unterwegs war, ja, ist doch gut, du Stamm, sag mal. Was ist denn das Problem? Die waren von der Verdauung her auch ziemlich gut gewesen. Liegt nicht zu schwer im Magen.
weil der. Ich wollte dich gerade fragen, hast du dadurch Durchfall bekommen? Ja. Nee, um Gottes Willen. was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich darf keine Brötchen mehr essen, die so schwer im Magen liegen. Okay. Ja. Vor allem gerade, wenn du dann so, oh Gott, da musst du was sehen. Noch Platz, oder? Nein, du hast keinen Platz mehr. Ja, das ist... Hat mit meinem hohen... Wie nennt man das? Hohen Stoff, hoher Stoffwechsel zu tun. Wow. So hoch? Stoffwechsel, wie heißt das da? Keine Ahnung. Kein hohes Cholesterin, Das ist nicht... Stoffwechsel doch, weil ich wieder ziemlich viel Sport mache und ich komme schon wieder nicht ins Fahrzeug. 478. Oha, krass. So viel. Ah, toll. Mein Sensor geht wieder nicht. Alles klar. Dann können wir dich auch deaktivieren. Auf einen Schlag, alter Schwede. Ja gut, will ich gerne wissen, wie viel Schlüssel du ausgegeben hast. So, jetzt fahren wir wieder zurück zu unserer, zum alten Sägewerk. Dann hauen wir das alles noch ein bisschen drauf. Achso, die Randalbeleuchtung sollten wir auch noch anmachen. Das ist schon krass, Speedy, ist schon krass. Also ich bin ja schon froh, dass ich wenigstens in 3 Wochen mal 50.000 Delizium zusammenbekomme. Ne? Ich mache diese Forschungsaufträge bei der Forschungsflottenlabor da. Mein ganzes, den ganzen, wie heißt der? F&E Bonusmaterial. Oha, ehrlich jetzt? Mann, ey. Weil ich habe letzte Woche, wo ich ja diese Internetprobleme hatte, ne? An dem Tag habe ich mir dann, habe ich mir auf jeden Fall die 2. Staffel von Star Trek, den New, wie heißen sie? Ja, mit Captain Pike und den ganzen Kram. Net Discovery. 2. Staffel durchgezogen. Alter Schwede, ey. Also da, wo quasi die... Genau, New World. Wo realistisch auf Comic trifft, ne? Mit diesen, neusikanisches Zeitportal. Also ich fand's so cool. Haben sie wirklich gut gemacht, ne? Also wie gesagt, aber wie der Typ mit den lilanen Haaren ja in Comic aussah und dann durchs Zeitportal kam. Oh oh. Naja. Das war ja schon mysteriös. Lustig, aber auch, ja. Schon fast gruselig, ey. Oder was habe ich jetzt auch noch angefangen zu gucken? Die Arche. Die habe ich jetzt auch mal angefangen zu gucken. Aber das war ja so ein... naja. Naja, da gab es schon was Besseres, muss ich sagen. Ja, die Arche, die läuft jetzt momentan noch auf, ich glaube, Sci-Fi, ne? Aber... weiß nicht. Das hat mir leider nicht so zugesagt.
Aber der letzte Teil mit den Gorn, das war schon. Das war schon heftig, ey. Best bei New World. Ich hätte, also, vor allem als sie die das Schwesterschiff der Enterprise zerstört haben. Ich hab mir schon sowas geahnt, ey. Also von der vorletzten Folge, also. Oh, lass mich wieder raten. Fanta, wenn du irgendwelche Maschinen brauchst, sag Bescheid, ne? Ich brauch nicht. Ach, Daniel, Entschuldigung. Erstmal die Bäume hier. Ach ja, Entschuldigung. Du sagst, ich soll mal in den DC gucken. Bei dir in den DC, oder? Ach, privat, okay, Entschuldigung. Oh, noch sogar noch ein Wissenschaftsschiff. Och Mann, ey. Ey, Speedy, hör mal auf damit. Sonst will er gleich Star Trek spielen. So schnell kriegst du mich natürlich. Ich kann deine Gedanken schon hören. Fürchterlich. Was? Welche Gedanken? Dass du das jetzt unbedingt spielen musst. Oh Gott. Cool. Also der Rest. Dann schmeißen wir jetzt gerade da rein. So, das ist später. Also das Sägewerk ist voll. Mhm. Wir könnten jetzt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so voll wäre. Na gut. Ich komme schon wieder in den Drecker rein. Das gibt's doch nicht. Wir sind auf dem Discord von Sascha. Genau. Ich zieh dich gern zu uns, wenn du magst. Können wir ein bisschen schnacken. So, machen wir die Randalbeleuchtung da mal aus. Aber Fanta 1 ist. Daniel, was haben wir jetzt? Ey. Schwöre. Auf jeden. Auf. Moin, Speedy. Moin, moin. Moin. So. Ich habe so eifersüchtig etwa. Nö, aber ich hätte jetzt eher gesagt, wenn du zu viele Schiffe hättest, hätte ich mir welche abgeben können. Ich hab keine mehr jetzt. Weil, ich habe ja noch diesen anderen Charakter, den ich da noch in der Playliste hier auf Discord hab, ne? Ich will ja erstmal meinen anderen Charter hochleveln, so weit wie möglich es geht. Und alles, was ich dann brauche kann, schiebe ich dann quasi auf den Wissenschaftler drauf. Weil den Taktiker, den kannst du da knicken. Okay. Ja, das war doch das, was Slam Game da immer gesagt hat, dass der Wissenschaftler doch besser ist. Wissenschaftler oder. Ja. Deswegen. So. Nee, das habe ich jetzt schon an den Tag, wo es rauskam, ne? Okay. Nach der vierten Kiste war es da. Boah, krass. Ey, so ein Glück habe ich auch nie gehabt. Ja, also ich habe ja immer noch die Verschluss, also die Schlüssel, die habe ich immer noch. Weil ich will auf Anhieb, will ich mal versuchen, dass ich wieder meine Discovery bekomme, weil ich fand dieses Zen-Angebot, dass du alle Schiffe, die du hast, die Föderationsschiffe, fand ich ein bisschen heftig für den Preis, ja, selbst wenn es im Angebot ist. Weil ich brauche ja nicht alle. Nö. Also ich will auch die. Also ich will nicht diese Discovery mit dem. Was war das? Schwarze Materie, gell? Bei der letzten. Ja.
Ach, das mal hat die Brat, das brauche ich nicht. Die Gondeln schön an der Untertasse dranbleiben. Gibt bei New World eigentlich schon wieder eine neue? Wird auch Streikwarten da streiken. Ach. Da war ja was, stimmt ja. Ich geh mal eben Kaffee holen. Jo.